So. Hallo. Guten Tag, hi. Die Welt. Willkommen bei der Tagesshow. Also, soll ich den Anfang machen oder wer will es vor euch machen? Mach du einfach. Mach ich, okay. Also, dann ist es unser Anfang. Dann sage ich mal erstmal wieder Hallo zusammen an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen oder Kampfhelikopter, keine Ahnung, wie viele Geschlechter davon gibt. zu unserem zweiten Folge von die Chaoten-Piloten. Ja. Mit unserem vermissten Mitschwätzer, nenne ich ihn jetzt Luke. Unser lieber, hübscher, junger Mann, den wir leider bei der ersten Folge verpennt haben, weil wir ganz frech waren und einfach angefangen haben. Ja, ich einfach anwaltliche E-Mail hier so. Ich hörte schon einen Anwalt an der Tür klopfen. So, und mit dabei ist halt auch Wildfire. Hallo, ich hab meinen Kaffee. Der ist wunderschön. Ja, ich und nicht die alte, rostige Ente. Aus dem Internet. Space Duck. So. War das nicht die Ente aus Weltraum? Weil Space Duck? Ja. Ja, aber ich fühle mich alt. Also fühle ich die alte, rostige Ente. Also die Roboter-Ente. Cyborg halt. Ja. Und jetzt? Also, was für ein Thema. Ich habe ein gutes, wichtiges Thema. Kurz mal, oder hast du eins? Die beiden haben halt bereits einen Teil hochgeladen. Bei denen auf dem Kanal, hier auf meinem Kanal, ist jetzt der zweite Teil. Schaut gerne bei den beiden vorbei. Und ja, was ist dein Thema jetzt? Warte. Bevor wir das Thema anfangen, müssen noch ein bisschen Werbung machen. Wir müssen noch ein bisschen so auch das was für die anderen. Das machen wir schon Mitte drin. Ja. Mitte drin. Okay. Ja, das da kann ich auch wieder ein Thema machen wegen Social Media und so weiter, weil da müssen wir auch in das Thema reinkommen. Okay, gut, wir fangen an mit dem Thema. Also, ich fange jetzt mal frech an. Machen wir es einfach so, dann kommt Wildfire und dann kommst du, Luke. Okay. Also, die anderen Zuschauer dürfen mich auch Sascha nennen, das ist mir viel angenehmer. Also, die wichtigste Frage auf der ganzen Welt, die gerade durch die Medien durchgeht, ist Minecraft Mod Mode. Welches Mod... Mob würdet ihr wählen? Mob. Mob-Hack? Also Mod-Mode-Vote. Es gibt wieder das neue Mod in Minecraft. Also welches Monster-Viech kommt wieder rein? Ach so, kam nicht irgendwie Pinguine mit jetzt rein? Oder ja, so? Pinguine. Dann gibt es Gürteltiere und Krabben. Also ich denke, ich würde Pinguine nehmen. Pinguine sind voll süß. Also Pinguine, ja. Krabben und? Gürteltiere. Ja, was ist denn das nochmal? Ich weiß auch nicht, was Gürteltiere sind. Ich würde mir das so vorstellen, das ist so ein fetter Gürtel. Du kannst das so klatsch machen. Also die Viecher sind kugelsicher, das will ich nur sagen. Die Viecher sind kugelsicher. Ach so, stimmt. Ist es nicht von Pokémon Sandama? Ja, so in der Art. Ja, okay. Also zu den Fähigkeiten von den Viechern mal zu sagen. Die Krabbe hat eine Kralle, damit kannst du jetzt weitere Blocks weitersetzen. Mit der Kralle kannst du, glaube ich, jetzt 10 Blöcke statt 5 Blöcke ach setzen. Das sind halt irgendwie so Schweine mit einem... Panzer, ja. Hast du jetzt gegoogelt? Ja. Das ist aber okay. Dann noch das Gürteltier kann Schuppen fallen lassen, die Wolf-Armor machen. Okay. Und das Pinguin, wo wahrscheinlich eh wieder durchkommt... mach dich beim Boot fahren, wenn du nebenbei fährst, schneller. Im Boot. Das war's. Okay. Das war doch irgendwie bei den Delfinen auch so, oder nicht? Ja, das ist nur, wenn du schwimmst. Achso. Und wenn du deine Fische gibst, dann gehen. Ah, hier kommt der Minecraft-Profi. wirst du zum nächsten Schatz oder so geleitet, der unter Wasser ist, oder Shipwreck. Aber Minecraft müssen wir ja eigentlich auch mal wieder spielen. Oh, Minecraft hätte ich aber auch wieder Bock, aber das müsste ich mir wieder auf dem PC kaufen. Dann müsste ich mir Java holen. Vor allen Dingen jetzt auch. Java, ja. Also ich weiß nicht, also
Jedes Mal neue Einkäufe zu kaufen. Es ist auch echt teurer geworden. Das ist irgendwie jetzt 35 Euro oder so. Das ist schon fast ein neuwertiges Spiel, weißt du? Hätte ich gesagt, das wäre 10 Euro. Ja, aber die meisten Indie-Spiele sind so 10 bis 20 Euro, weißt du, so 15, selbst auf Instant Gaming. Aber ich will jetzt nicht in Richtung Social Media wieder gehen. Ich sag jetzt einfach jetzt nur Instant Gaming. Ja. Also ich habe gesehen, dass, also Microsoft hat jetzt hier irgendwie Minecraft übernommen, also komplett übernommen. Ja. Und deswegen gibt es auch Bedrock auf der Xbox oder, nee, das war schon auch, aber das Crossplay, dass man selbst auf der Switch spielen kann. Ja, überall. Und scheiß mich tot. Ja. Ja, also ganz ehrlich, es ist halt auch echt teuer geworden. Alle Spiele sind echt... Ja, selbst mit Instant Games. Ja, ich weiß auch hier Preissteigerung bei PlayStation Plus und weiß ich bei Online-Diensten. Das ist gottlos schlimm geworden. Also selbst in der Gaming-Industrie steigt die Inflation echt hart und das ist nicht mehr normal. Ja. Also, du wolltest jetzt. Also für. Wegen, sorry. Wenn wir gerade bei den Preisen sind, ne? Es ist. Jeder beschwert sich irgendwie bei mir auf der Arbeit oder jeder beschwert sich wegen Tanken und so weiter. Es ist nicht nur also natürlich verstehe ich, dass jeder halt irgendwie frustriert ist, aber leider sind wir gerade an einem Punkt, wo wir, sag ich jetzt mal, alles wird halt irgendwie hier teurer von den, sag ich jetzt mal, Spielekonsolen, PC und so weiter, alles wird ja, klar. Besser, teurer und so weiter. Dafür wollen die ja auch irgendwie mehr Kohle sehen, so. Und wenn die jetzt, keine Ahnung, neue wertige Spiele für die PlayStation jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Spider-Man 2 als Beispiel. Grundspiel kostet irgendwie 70 Euro oder so. Und die Deluxe Edition 100. Oder? Nee, sogar mit der PlayStation 5 Version sogar 10 Euro mehr, also 79,99 Euro. Also 80 Euro. Bei dem Spiel gibt es keine PS4 Version, deswegen. Ja, aber was ist in der Deluxe Version drin? Kann das Krebs heilen oder werde ich zu Spider-Man? Was ist da für 100 Euro drin? Da sind verschiedene Anzüge drin. Fürs Spiel. Ich glaube, Gadgets. Warte mal, ich kann ja mal nachschauen. Ja, aber ich finde, das ist schon krass, dass so 100 Euro. Okay, ja, es gibt schon viele. Also, aber früher, wo ich noch jung war, hat so ein Ding noch 70 Euro gekostet. Bobo, was ist gerade bei dir eingeschlagen? Eine Bombe? Bei mir? Das war ein Motorradfahrer. Ach so. Nicht wundern, ich hab's Fenster auf. Okay. Also Grundspiel 79,99 €. Und Deluxe Edition, okay, 10 Euro mehr. Ja, 10 Euro mehr geht ja noch. 5 einzigartige Anzüge für Peter, 5 einzigartige Anzüge für Miles, extra Gegenstände für den Fotomodus, aha. Wow. 2 Fertigkeitspunkte und Vorbestellerboni. Was dieser Vorbestellerboni ist, habe ich halt keine Ahnung, ob ich das oder ob man das irgendwie früher spielen kann oder so, keine Ahnung. Und das wahrscheinlich. Was ich zum Beispiel oder viele finden, auch zum Beispiel nehme ich jetzt auch mal Destiny 2 als Beispiel. Du zahlst, wenn du, da bekommst du ja, sag ich jetzt mal, Content, beziehungsweise für einen DLC, wenn du nichts haben willst, kostet 50 Euro ungefähr, 50, 60 Euro irgendwie so, und wenn du halt das ganze Jahr abdecken willst mit so einem Jahrespass, dann musst du 100 Euro zahlen, aber bekommst halt das komplette Jahr halt
halt die Season zum Beispiel, brauchst du die halt nicht nochmal extra kaufen, so. Ja, das. Ich hab dich schlimm hören. Das mit dem mit den Preisen ist manchmal echt lächerlich, aber ist aber auch irgendwie verständlich, dass alles halt teurer, halt mehr. Wir entwickeln uns halt mehr in die. Keine Ahnung, alle. Viele Computer laufen jetzt über SSDs oder. Und so weiter, da wollen die ja auch, glaube ich, halt Profit Mitteilen, sehen. Ja, so. Klar. Natürlich würde ich. Ich glaube, dass was Leuten ansprechen würde, ist, wenn du mehr, also weniger zahlst, aber dafür mehr Kunden, weil das gibt ja auch über die Zeit halt Profit. Profit, ja. Wie bei der South Park. Die Unterhosen Zwerge. Oh nein, bitte nicht, erinnere mich nicht, bitte nicht an die Folge. Erster Schritt, Unterhosen. Zweiter Schritt, dritter Schritt, Profit. Ich habe South Park zu wenig gesehen, um das irgendwie. Wirklich? Okay. Ich hab was geschaut, ja, aber nicht alles. Ich mag den Humor jetzt nicht so krass da. Das ist wirklich es waren eh nur die guten, glaube ich, bis, glaube ich, 18 Staffel. Ab da, wo Randy die Farm hat, ist das Ganze echt scheiße geworden, weil es wurde nicht mehr. War nicht South Park, es war Randys Farm. So, und das hat mich genervt, wo der Fokus mehr auf Randy war mit seiner scheiß Drogenfarm, mit seinem Grasfarm. Also ich so, Digga, es nervt, ja, wir wissen es, er kifft gerne und jetzt ist er voller. Hat eine Grasfarm. Mein Gott. Gut, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, manchmal denke ich mir auch so. Ja. South Park hat einen speziellen Humor. Ich sag's es und ich kann manchmal da den Humor ab, aber das ist dann mir auch wieder dann zu viel manchmal. Also. Wir sind komplett vom Thema abgeschweift. Ja, es wäre das Thema war kurz fast auch vorbei. Eigentlich haben wir ja schon gesagt, was wir für Mobs wählen würden. Ja. Eigentlich wärst dann du jetzt mit dem nächsten Thema dran. Was würdest du denn drüber reden? Sag ich jetzt mal. Erstmal ein bisschen Storytime, ne? Oh ja, Storytime. Storytime hört sich gut an. Mhm. Kannst mal, wie war euer Wochenende bis jetzt? Bis jetzt geil. Ich habe zu viel gestreamt. Achso. Dafür dann nochmal ein bisschen Werbung. Ne? Also ich kann erzählen, ich habe... Nein, ich fange an. Ja. Okay. Ich musste am Freitag und Samstag halt arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen soll, darf. Was denn mit? Wo ich arbeite, weil ich habe mich ja schon gezeigt und. Du kannst ja nur sagen, was du arbeitest. Also du kannst sagen, was du arbeitest, genau, ja. Ich jetzt nicht mehr. Ich bin vorübergehend halt so eigentlich vorübergehend Servicekraft in einem Bowling Center. Da wo Alex und ich halt letztens halt auch waren. Ich sage jetzt nicht den Standort, Folge. Nicht. Der Name oder sowas, aber ich. Ja. Ne? Und halt Freitag, Samstag ist halt halt schon was los. Dazu noch gibt es halt abends so 21 Uhr halt so immer so Disco-Bowling, wo Leute. Habe ich eine Frage? Wo. So Spiele sind zum Beispiel, wie viele Pins schaffst du umzuwerfen? Eine. Wenn du sagst zum Beispiel Strike und du machst einen Strike, dann bekommst du eine Runde kurze. Also im Grunde spielst du für Saufen. So. Ja, Saufen geht immer. Und Saufen geht Jude, immer. Ja, der Jude Alkohol. Und dann
habe ich halt so. Also. Die. Das Problem ist, neben dem Ja. Bowling Center ist nochmal so eine Eishalle, wo nochmal Eishockey halt gespielt wird. Problem ist, Ja. die Eishockey-Fans kommen immer vorher rüber, betrinken sich da, gehen dann Eishockey schauen, kommen wieder zurück und saufen weiter. Super. Ich habe manchmal immer, ich hoffe es einfach immer wieder. Ich habe es manchmal gemerkt, wenn die verlieren, kommen die nicht so häufig. Also, da kommen welche, aber nicht mehr so viele. Und wir übertragen die Spiele halt auch halt live, ne? Halt Fußball-Bundesliga, Eishockey jetzt halt, ne? Und ey, ich so. Ich schau. Irgendwie für den Gegner war irgendwie 1-0 in Führung. Es sind irgendwie drei, sag ich jetzt mal, Halbzeiten. Und irgendwie 20 Minuten oder sowas. Und nach diesen. In der dritten, also in der letzten Runde, war es immer noch 1-0. Und ich habe so gehofft, dass die verlieren. Und dann die letzten, keine Ahnung, 5 Minuten haben die irgendwie 2 Tore gemacht. Also die, also. Die. Weil unsere Mannschaft halt, ne? Und ich dachte mir so, ach, fuck, dann kommen die jetzt wieder rüber, betrinken sich, hauen dann erst ab, um, keine Ahnung. Den Kummer und den Schmerz wegzutrinken. Nee, Aber es ist. die haben jetzt ja gewonnen und deswegen waren die voller Freude und haben sich betrunken, Bier reingekippt. Kurze, was auch immer. Ja, ist aber Strudel. ist doch Und gut. ja, Geld. das gibt Profit, aber da ich halt, ich kann halt leider nichts aufnehmen, also was, ich kann nicht buchen, keine Ahnung, wieso mir das nicht gegeben wird. Problem ist halt, wenn. Bei mir ist es so, ich bin der Läufer, beziehungsweise der bringt hier Essen raus, Ach so, Getränke, du. wischt ab, also räumt wieder ab halt und so weiter. Und jeder sagt halt so, du bist der beste Läufer und so weiter. Und ich so, ja, okay, schön. Kann ich nicht ganz glauben manchmal. Und jeder so, ja doch, doch, nein. Ich so, okay, ich nehme es jetzt einfach mal hin und denke aber nicht, dass ich. Alter. Boah, ich bin immer noch Nee. übelst müde. Sorry. Und Nö. die so, ja, Luke, wir brauchen dich. Ich so, ja, okay, wo soll ich noch sein? Ich soll anscheinend, wenn es nach Ding geht, sollte ich mich irgendwie in 3 Leute aufteilen, der einer an Ja, der da kann ich Bahn, helfen. Ich habe eine einer. Klonmaschine. Ah. Angriff der Klonkrieger Ja, oder lauter verrückte Ducks laufen dann rum und machen wäk, was? Ja, dann muss. Und dann. Manchmal habe ich mich. War ich kurz davor, mich zu verlieren, ohne Witz. Weil dieser. Da, wo man die Getränke abholt, ne? Beziehungsweise wo die Servicekräfte die Tabletts haben und halt die Getränke hin und her bringen, ne? Da staut sich dann irgendwann so eine Menschenmenge an, weil die unbedingt saufen wollen und dann drehe ich mich um und so ein Wicht ditcht einfach so ein
so eine Glasflasche oben. Also die ist nicht kaputt gegangen, nur ausgelaufen, ne? Mhm. Ich so, Alter, wie... Ich darf da halt leider nicht was sagen, weil es sonst Nachteile ja, für uns ist, ne? Ja. Und ich habe schon zu einer Arbeitskollegin gesagt, Alter, wie, die sehen doch, dass wir hier arbeiten. Warum müssen die sich immer in den Weg stellen oder hinter uns permanent rumstehen, um irgendwie, man müsste da irgendwie so ein System machen, keine Ahnung, dieser Bereich ist komplett menschenfrei, beziehungsweise man muss wie so ein ist jetzt eine tote Zone errichten oder was? Ja, sowas. Einfach, weil du weißt, Gläser, wenn die runterfallen, was passiert hat? Ja, Scherben. Ja, und ich habe keinen Bock, die wegzumachen. Oder wir haben keinen Bock, die wegzumachen. Und dann ist ja klar, wenn wir da ein bisschen sauer werden. Mhm. Ja, klar. Und wird mich auch nerven. Dann gestern auch wieder. Gestern zum Glück kein Eishockey, aber dafür halt Fußball. Oh nee, noch besser. Aber das war leider zum Glück kein Heimspiel. Also, ne? Mhm. Trotzdem, da waren wieder Leute da dabei. Ich weiß nicht. Da gibt es so einen Typ, der so Locken hatte oder irgendwie sowas. Lange Haare oder so. Und der Typ war gestern schon da. Und ich glaube, den habe ich bis jetzt 3 oder 4 Mal gesehen. Da, hintereinander. Ja. Also, wenn ich gearbeitet habe, ne? Und da frage ich mich ja, okay, Billardbowling macht Spaß, ne? Oder sich halt mit Freunden treffen oder sowas. Aber warum muss man permanent da sein? Jetzt mal. Ich hatte sich in dich verliebt. Nee, lass mal. Alarm, Alarm. Du kannst es ja doch ausnutzen, das heißt ja nicht, dass das. Der Typ ist mega unfreundlich. Oder die Leute da. Manche Leute sind übelst freundlich, manche mehr sind übelst unfreundlich. Du bringst denen, keine Ahnung, Essen, Trinken und so weiter. Ich hasse es, wenn man zu mir irgendwie, ey Chef, ey Meister und so weiter. Aber so, also klar, das ist, meinen die, glaube ich, jetzt nicht so böse so, aber das kommt halt irgendwie falsch rüber. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Der Ton macht die Musik. Ja, und die waren jetzt halt nicht so. Ja, ich habe in der Vergangenheit halt auch immer so Leute gehabt, die eben ein bisschen halt unfreundlich waren und deswegen ist halt das Vertrauen so in öffentlichen in die Menschen irgendwie so ein bisschen geschwächt, sag ich jetzt mal. Und ich vertraue halt nicht sofort jemanden. Oder. Ja, musst du ja auch nicht in deinem Beruf, finde ich jetzt. Du musst es ja auch nur hier bitte und gehen. Ich versuche halt nett zu bleiben, aber manchmal würde ich halt so gerne die mit einer Bowlingkugel oder sowas abwerfen oder so. Also. So, du musst dein Chef dich also anheben, weil du sonst das Messer rauszückst und die versuchst so umzubringen. So, hey, look, komm mal her. Ja, alles gut. Alles gut. Leg die Waffe weg. Und die Kunden nur so, was? Er hat eine Waffe? Packen Sie die Waffe weg. Ja, und auf Dauer, also es macht halt so Semi-Spaß so, aber wenn du da manchmal da sind auch manchmal hübsche Mädels so. Und Aha. Darf man ja offen sagen, ne? Ja, klar. Und aber die laufen mit den größten Knechen rum. Also ohne Witz. Also.
Naja, ist doch egal, lass sie doch glücklich sein, wenn sie doch glücklich sind. Lass sie doch Fehler machen, lass sie doch Fehler machen. Naja, Fehler ist es jetzt nicht, wenn man kann ja nichts okay, wenn die auswählen, weißt du? Also, wenn die... Ich bin einfach nur gemein. Permanent... Ja, das weiß ich. Wenn die permanent irgendwie Walla oder... Ja, okay, achso, ist es so meinst sagen, du. So, ja, okay, solche... das meinst du mit Knechte, okay. Ja. Ich dachte jetzt so Knechte, die hässlich so aussehen und... Also, da sage ich ja passen. Nichts zu, ne? Ja, das sage ich ja auch nichts dazu, ja, weil dafür kann man ja nichts dafür, für sein Aussehen. Aber so, wenn es solche Leute sind, die rummucken und dafür bekommen die halt Frauen, finde ich, weiß ich nicht. Ja, finde ich dann auch wiederum kacke. Ja, genug Storytime von mir erstmal. Ja, ich, wir waren bei den Thema noch. Nächsten Samstag geht's weiter. Spaß. Ja, okay. Also wir waren noch bei dem Thema, wie ist unser Tag gelaufen? Also, oder Wochenende eher gesagt. Also mein Wochenende war sehr wild. Wild. Was im Wald? Gestern haben wir die erste Folge aufgenommen, ne? Ja. Also die Pilotenfolge, die war schon echt pilotisch, sag ich jetzt mal. Gestern? ja, oder vorgestern. Es war gestern. Sogar, er schreibt mir im Stream und plötzlich fangen wir an. Ich habe das Wärmen im Stream also gemacht. Gestern kam die Folge raus und vorgestern, warte mal. Vorgestern. Vorgestern haben wir sie gemacht. Ja, vorgestern aber haben wir sie gemacht, am nächsten Tag haben wir sie hochgeladen, weil das etwas zu lange gedauert hat mit den Hochladen. Ja, okay. Ja, und es war Mitte bei mir im Stream. Er hat angefangen zu schreiben, wir haben einfach losgelegt. Ja. So, ja, es war einfach spontan. So, Arschlecken halt, ne? Also fangen wir jetzt mal an. Sonst komme ich nie dran. Nein, Spaß. Ja, das ist gut. Angefangen hat es am Freitag mit dem Podcast. Dann haben wir halt das gemacht. Und Samstag war es dann so, dass ich gestern noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Wester, ich habe League gespielt, ne? Oh, und zwar. Pass auf, und dazu ist es gekommen, weil ich jemanden kennengelernt habe. also nicht jemanden, sondern eine, ja, könnte man schon eine sagen. Eine vom anderen Geschlecht, eine weibliche. Also hat er einen Stein genommen und eine Schleife draufgeklebt. Ja, okay. Ja, schön. Ey, das mache ich doch auch immer. Also. Ja. Ja, ey, komm. Also, ja, wir haben uns. Sascha ist also ein. Weibliches Wesen. Ich bin nur wahnsinnig. Er macht das immer, dann im vorherigen Podcast. Kommt da, sagt er, macht er. Heimsucht er irgendwelche Kinder oder so. Ja, okay. Ja, also es war dann auch so, dann das war dann das erste, wir haben geschrieben, die zwei Tage, es war schon echt viel, was geschrieben hat. Dann hatten wir in Discord, also fast den halben Tag geschrieben. Dann haben wir, dann haben wir gesagt, dass wir Discord austauschen. Oha. Und dann war es so, dass sie dann auf einmal nicht mehr geantwortet hat, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, dann... Also ich jemanden neuen kennengelernt, dann hat mich jemand geaddet, weil, keine Ahnung, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich krieg die ganze Zeit mal Werbung und mein Kumpel hatte mir früher so eine App empfohlen, die nennt sich Yubo, also wirklich so richtig weirder Name und ich wollte einfach Freunde finden, einfach nochmal so Freunde, einfach jemanden kennen, weil, kennt man, ich bin einfach so, keine Ahnung, ich will mal neue Leute kennenlernen, so. Dann war es dann so, als mich ein Mädchen geaddet hat, Name sage ich nicht, Datenschutzgründen. Mädchen 1, nennen wir es mal. Ja, Mädchen 2 schon eher gesagt. Mädchen 1 hat sich dann einfach verabschiedet, sage ich jetzt mal, nicht mehr zurückgeschrieben. Vielleicht meldet sich nochmal Mädchen 1 nochmal. Mädchen 2, daraufhin geaddet, wir haben geschrieben, sie fragt direkt nach Insta und ich denke mir so, okay, da Bro, what the fuck, holy shit, so und dann hat sie gesagt, so habe ich gesagt, ja, hier mein Insta so, Privataccount sogar, ich denke mir so, okay, komm, vielleicht machst du hier meinen Privataccount,
Ich wollte eigentlich, ich trenne mal meistens privaten mit YouTube. Mhm. Ja, ich und dann sage ich. Eigentlich auch, kriege ich aber nicht hin. Ja, bei mir auch. Dann hatte ich nach einer Zeit, haben uns dann kennengelernt. Sie, ja, also ich komme auch später dazu, zu dem zweiten Thema dann. Das ist dann nämlich Rauchen und Konsumenten, sage ich, also Konsumiersachen, sowas wie Alkohol und Rauchen. Mhm. Okay. Aber dazu kommen wir später, okay? Ja. Du rauche. Nee, ich rauche nicht. Noch nicht. Noch nicht? Ja, okay, Bro. Ist ja gut. Dann war es dann so, dass ja, dass es so gewesen ist, dass wir uns halt kennengelernt haben, wir einander gesprochen haben, so am Anfang voll weird, weil ich habe ihre Stimme noch nicht einmal gehört und direkt schon Discord-Call, erster Tag direkt Discord-Call und League gespielt. Anfang, sie voll normal so, ja, yo, League? Ich sag so, ja, okay. Haben wir gespielt, ein bisschen geredet. Also, war schon wirklich cool. Es hat mir auch wirklich mal wieder so gefehlt, was ich dir erzählt habe in der letzten Folge, dass es mir einfach so dieses Reden mir einfach fehlt. So, das kann ich halt nicht mit den meisten Jungs. Also zum Beispiel mit dir könnte ich das, mit Luke könnte ich das auch, aber so mit den anderen Freunden so aus der Schule könnte ich das nicht. Ne? Schmelzt mein Herz. Ah. Ja, ne, also das könnte ich gar nicht so. Und ja, dann habe ich ihr auch geschrieben, dass es echt gut getan hat, mit ihr darüber zu reden. Ich habe auch ihr über meine, was ich auch in der letzten Folge ein bisschen so erwähnt habe, so über die Probleme erzählt, die ich habe. Und sie meinte so, krass, also sie hat es gar nicht erwartet und sie wusste auch gar nicht, was sie sagen sollte. Aber ja, das Ding ist, die Negativsache ist, sie ist geht komplett, also Mädchen sind kompliziert, Bro. Mädchen sind einfach kompliziert. Ach, nee. Ja, also, pass auf. Sagt er mit der Freundin. Wir fangen mal kurz mit dem rauchenden Thema und dann fahren wir später mit weiter. Ist nur ein kleiner, kurzer also Einblick, was meine Meinung das ist. Ich finde das sehr unattraktiv, wenn Leute rauchen und trinken und dann sich die Birne wegsaufen. Aber das war, das haben wir sogar, glaube ich, schon in der letzten Folge so ein bisschen angewähnt. Aber ich finde das sehr, auch in Richtung Mädchen finde ich das echt unattraktiv und ich finde das auch so, ja. Was sie erzählt hatte aber, sie hat halt gesagt, sie will damit aufhören. Wer es glaubt, weil ich wollte fragen, mit was? Ja, also mit Rauchen hat sie halt gesagt und das finde ich halt sehr gut, wenn man halt sowas macht, ne? Also klar kann man sagen, ja, wer es glaubt, wird selig so, ne? Ja. Aber ja, also ja, das ist halt so halt gelaufen, ne? Haben ein bisschen geredet, haben uns gut verstanden und dann hat sie angefangen mit dem Thema so, ich habe letztens ich habe voll einen hübschen kennengelernt, ja, und dann ist es so gelaufen, weil ich ihn angekotzt habe, also so richtige dumme Storytimes, so ihre betrunkenen betrunkene Storytimes, habe ich jetzt dumm gesagt? Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, sind die keine betrunkenen Geschichten. Genau. Und dann sagte sie so. Da habe ich auch noch welche. Ja, und dann hat sie so erzählt, ja, schade, dass ich den irgendwie so angekotzt habe. Und ja, bisschen so in die cringe Schiene gegangen. Und das Ding ist dann so, ich sagte dann auch so, oh je, Alter, wie kann sowas denn passieren? Da habe ich sie gefragt, findest du an Jungs besser, also Aussehen oder Personality, also Charakter. Und ich halt, wie ich mich kenne, sag halt immer Charakter, weil das ist einfach so. Mhm. Aussehen verlockt, Charakter fängt. Und sie meinte daraufhin, ja, Aussehen, weil du willst ja doch nicht so einen Typen haben, der weiß ich nicht, grün und blau in der Öffentlichkeit trägt. Und ich denke mir so, ach komm. Also man ist es schon selbstverständlich, dass man halt sich okay anzieht, ne? Ist es schon irgendwie selbstverständlich. Also, wenn ich da kurz mal einlädchen darf. Ich wollte eigentlich kurz zu Ende, aber ja, red.
Was, also mir ist egal, wie andere draußen aussehen, zum Beispiel Monte, ja, richtig, rennt mit so lange Hose. Monte rennt mit der fucking Jogginghose zur Hochzeit, Alter. Also, ja, also, und ja. Worum es mir geht, also ich bin natürlich, wie halt Space schon gesagt hat, Aussehen lockt halt, aber Charakter fesselt halt. Und aber trotzdem willst du halt keine Frau haben, wenn du morgens irgendwie aufstehst und neben dir liegt so eine Gesichtsgrätsche so. Okay, nein, also das kann ich morgens also das kann man auch nicht so ganz sagen, weil das Aussehen, du kannst halt ja, nicht weiß, dafür, das, für dein Gesicht und dein, das kannst du, dafür kannst du nicht. Und ich sag dir auch ganz echt, das ist auch wiederum der auf einer Seite, anderer Seite auf Feminismus, in Richtung jetzt Frauen jetzt gesehen. Die Frauen wollen sehen, dass er 1,80 ist, dass er dies ist, dass er das ist. Und das habe ich ja auch gesagt. Das stört mich. Das stört mich. Und das macht halt die Person, wenn sie schon sagt, ja, ich gehe auf Aussehen, macht einen dann wieder richtig unsympathisch. Weil das ist einfach so, dass man natürlich erstmal auf den Charakter schaut, also mir persönlich. Sie sagt, es ist natürlich, dass du, wenn du eine Leute auf der Straße siehst und du willst sie ansprechen, ich kenne das nicht. Ich bin nur zu Hause, ich kenne das nicht. Ich kann keine Leute ansprechen, ich bin, gehe nee, zur Schule, ich höre Musik, ne? Das kann ich nicht, ich kenne das einfach nicht, so. Ich spreche keine Leute an, ich lass sie einfach in Ruhe, so, ne? Aber, es ist einfach so, wenn du Leute im Internet kennst, natürlich guckst du erstmal, wie die Person A redet und B, ob sie okay, ja, also das Aussehen ist immer das Zweite. Man kann ja immer noch sagen, hey, das gefällt mir nicht und vielleicht, ja, okay, nee, ist auch scheiße. Ja, also auf jeden Fall, du wirst jetzt nicht so eine Oberhässliche jetzt finden, sage ich jetzt mal. Aber wenn sie es halt schon normal aussieht, dann, ey, komm, Bruder, also dann ist doch scheißegal, was für ein Aussehen sie hat. Scheiß drauf, dass sie eine pinke Hose anzieht. Also, wenn sie das anziehen will, dann zieht sie das an. Und es ist genau andersherum auch so. Willst du eine kurze Hose anziehen? Eine schwarze von mir aus. Und das sieht, vielleicht ist es auch eine Jogging-kurze Hose. Gibt's ja auch. Mhm. Dann, ey, komm. Du gehst doch nur einkaufen oder du gehst einfach nur in die Stadt, weil es einfach warm ist. Warm ist fuck, vor allem bei diesem scheiß Wetter, Digga, willst du nur kurze Sachen anziehen. Also, ja, klar sieht das vielleicht ein bisschen behämmert aus, weil das alles kurze Sachen aussieht. Bei Jungs sehen immer kurze Sachen irgendwie komisch aus, finde ich. Also, ja, ich mag zum Beispiel auch Jogginghose, Hoodie einfach besser. Ist einfach auch, sieht cooler aus, weißt du? Also, meine Meinung halt. Aber es ist halt so, in die Richtung halt, ich finde das immer sehr, also meine Meinung ist, wenn man schon direkt auf Aussehen halt geht und wenn man schon eine Person direkt kennt, obwohl man schon am Anfang gesagt hat, also nachhinein wusste noch nicht mal, wie sie, weil hat sie voll vergessen, wie ich aussehe und dann ist voll auf den Charakter gegangen, so. Deswegen verstehe ich das Argument halt überhaupt manchmal nicht, wenn man sagt, ja, ich gehe auf Aussehen. Ja, Bro, klar, dann kommt ja wieder das Argument, ja, aber wenn der Charakter scheiße ist, ist das Aussehen, dann ist das Aussehen auch egal. Dann will man mit der Person einfach nichts zu tun haben, aber trotzdem kann man für sein Aussehen auch einfach nichts. Egal. Ja. Sie meinte auch, wie schon gesagt, bei ihr geht es halt mehr so um Kleidung und sie hat ihre eigenen Präferenzen so, ja, aber das sagt sie nicht und eigentlich sollte es eigentlich egal sein, ob er ein bisschen oder sie halt ein bisschen chubby ist. Spacer, ich glaube, du weißt, okay, nee, ich glaube, du kannst nicht gut Englisch. Ich sag's jetzt einfach mal so, ob er ein bisschen dick ist, so ein bisschen dick und ein bisschen dünn, so, ja. Ne, also es ist ein schweres Thema. Bei mir ist das eigentlich schon relativ egal, weil ich will die Person dahinter kennenlernen. Ich möchte eine Freundin, die mich
egal wie ich bin, mag. Ganz einfach. Ja, das ist und das will jeder Mann, jeder verdammte Mann will das so. Jeder. Jeder verfickte Mann will das so. Und dann kommen dann so die Mädchen und die mögen das, die mögen das, die mögen das. Dann gibt's noch das, was mich stört. Dann gibt's noch das, was mich stört. Dann gibt's noch das, was mich stört. Es gibt Jungs, die sind so. Dann gibt's noch Mädchen, die sind so, aber es gibt auch Mädchen, die gehen auch nur auf Charakter und es gibt auch Jungs, die gehen auf nur Charakter. Und das ist so, das sind so zwei Welten. Du bist in einer anderen Bubble und du kennst eine anderen von der anderen Bubble. Weißt du, das ist so, das manchmal passt es nicht zusammen, aber manchmal passt es auch einfach zusammen. Das ist einfach normal leider. Es ist leider normal. Und das ist das, was mich halt ein bisschen stört, wenn man sagt, es geht halt auch aussehen. Aber es ist halt, wie schon gesagt, meine Meinung. Tut mir leid, ich habe ein bisschen zu viel geredet. Alles gut. Space Tag, wie war dein Tag? Wir kommen jetzt erstmal komplett weg, das war eigentlich alles. Ich möchte eines klarstellen, das mit der, sag ich jetzt mal, Gesichtsgrätsche, das sollte jetzt halt nicht so rüberkommen, dass ich halt komplett aufs Aussehen gehe. Beziehungsweise, das ist natürlich erstmal Charakter. Und das andere muss halt auch irgendwie zu einem passen. Also so. Ja. Wenn. Es muss passen, sonst wird's nix. Ja. Ja. Also. Es kam. War vielleicht falsch gewählt, so die Wort. Den Ausdruck, aber wenn. Ja. 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 Ich will das jetzt auch nicht gut reden, sowas, aber. Nein, ist doch alles gut, dass du jeder, jetzt auch nicht böse jeder, oder so, ne? Weißt du, Männer werden immer angezickt, wenn die irgendwas sagen, was den an Frauen zum Beispiel nicht stört oder sowas. Aber, aber Frauen haben immer irgendwie einen Vorwand, er muss 1,80 sein, er muss viel Geld haben, er muss, keine Ahnung, Lamborghini, was auch immer fahren, er muss das und das haben und da frage ich mich, warum dürfen die das und wir nicht? Klar, wegen der Vergangenheit und so weiter, aber ja. Egal. Anderes Thema. Es ist einfach auch es ist halt so Social Media. Ja. Wir sind Zombies. Wir sind alle Zombies. Wir sind alle gefangen in Social Media. Wir sind einfach alle Sklaven eines Social Media Imperium, Alter. Ey, aber wenn wir gerade bei einem anderen Thema sind, Social Media. Bevor das Video weitergeht, hier eine kurze Werbung für meinen Affiliate-Partner, und zwar Insane Gaming. Auf der Seite bekommt ihr Gaming-Sachen bis zu 90% vergünstigt. Das heißt, PlayStation-Guthaben, Xbox-Guthaben, Steam-Guthaben, Spiele, sonstiges. Also was mit Gaming zu tun hat, bekommt ihr da, wie gesagt, bis zu 90%. Und wenn ihr über meinen Link Sachen einkauft, bekomme ich eine kleine Provision. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ey, komm, schaut doch gerne bei Luke bei Instant Gaming vorbei. und schaut gerne bei mir bei Instant Gaming, wenn ihr irgendwelche Games kaufen wollt. Egal was, zwei Bestandtitel. Werbung. Ey, komm, muss sein. Wenn es ein normales Video wäre, dann hier so fett Werbung so. Ey, es wäre cool, wenn ihr bei Luke bei der ersten Bestellung gleich direkt kauft und wenn ihr bei der zweiten, wenn ihr noch ein Game tätigt und wie, keine Ahnung, ihr wollt Dark Souls 1 kaufen bei Luke und Dark Souls 3 wollt ihr unbedingt kaufen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Wäre cool, dass ihr es einfach auch bei mir Dark Souls 3 zum Beispiel jetzt einfach die Bestellung tätigt, einfach über den Link. Und dann links schickt er mir das alles, schickt er mir die Spiele. Perfekt. Genau. Alles klar. Ja, okay. Also. Ich hab Business. Business. Ich wollte gerade. Also. Einfach so. Wenn ihr sparen wollt für Gaming, dann schaut doch auf den. Dann klickt auch auf diesen Affiliate-Link für Instant Gaming. Link ist in der Beschreibung, yo. Spaß. So, ja.
Oder kennt ihr die Werbung, dass so, ja, oh, warum darfst du das so? Wegen, weil ich Römer spiele, oder oh, wie war das, wie heißt das Spiel? Ach. Ja. Egal was, du hast nicht so viele Angriffspunkte, jetzt kriegst du nicht deinen scheiß Chickenburger, du Fettsack. So. Das war mal so eine Werbung, ohne Witz. So okay. Ungefähr war es, ich hab's jetzt übertrieben. Space Tag. Wie war denn dein Tag? Ich will jetzt mal wissen, wie dein Tag die letzten Tage, als dein so. Wochenende war. Sag mal. Achso. Mein Freitag, ich war ja, wie ich es letzte Folge gesagt habe, ich bin eigentlich krankgeschrieben. Ich bin nicht krankgeschrieben, ich bin verletzt geschrieben. Mein Gott, ich hasse das yeah. Wort. Ja, das ist einfach verletzt. Ich ja. bin verletzt, ja. Und ich konnte halt nicht laufen, weil auch immer im Hören. Nur wegen der. Du bist verletzt im Hören. Und am. Ja. Am Fuß. Okay. Ja, ich bin auch taub. Ja. Was? Ich bin auch taub. Ja, okay, sag das. Nee, ja, und bin halt am Fuß ein bisschen leicht verletzt. Und ich bin auch meistens so, das ist jetzt wegen der Arbeit, die ich darf nicht so viel laufen, weil sonst kann ich nicht mehr laufen, dann tut's weh. Ja, und dann hätte mein Chef gesagt, ja, du darfst nicht so viel aufstehen, pipapo. Aber ich kann halt nicht. Ich will aufstehen und dann will ich was machen und ich kann nicht andere Leute schicken. Jetzt zum Beispiel, Luke, hol mir jetzt mal das und das. Das kann ich nicht. Nee. So. Ich weiß, wo es steht, dann hol ich selber. So. Und dann kam ein Arbeitskollege auf die tolle Idee, ja, wenn du halt immer aufstehst, sorgen wir dafür, dass er nicht mehr so schnell aufsteht. Zack, Ben war am Vorstand gebunden. Also, ich saß dann in der Pause am Pfosten angebunden und konnte nicht mehr weg. Du kommst hier nicht raus. Ja, so ich fand's toll. Aber sonst wochenendemäßig, ich hab mich unter sonst eigentlich recht chillig. Ich hab mal wieder echt viel gestreamt, weil ich das Spielen mich einfach in den Finger juckt. Ich würde heute auch wieder spiele und streame, einfach nur, weil ich weiterspielen will. Mhm. So. Und ich bin mir auch im Überlegen, ein neues Spiel zu kaufen. Und da kommen wir wieder zurück auf die Werbung, nicht? Instant Gaming jetzt bei The Wolf und Wildfire. Kauft jetzt 15% Chance. wie bei Family Guy, so Lassie war auch schon immer geheim mit Botschaften, du musst rauchen. Ja. Also, ich würde nochmal, ich habe es ja schon mal angeschnitten, dass ich halt auch nochmal zu einem Thema, kriege ich denn Insta oder sowas? Genau, kannst du jetzt anfangen. Nochmal einhaken wollte? Ja. Ich lass dich. Gestern, also ja. Eine Arbeit, also ein paar Arbeitskollegen. Nee. Nö. Sorry, es musste gerade sein. Als ob dein Nö. Du bist so in deinen Gedanken, suchst das Wort und dann gehst du so, nö. Das war voll. Ey, yo, Luke, ich will was sagen. Hallo. Gehirn, nö. Sorry. Hallo, ich will das. Ich so. Das Wort will ich so abrufen und dann so das Gehirn so. Nö. Ich kann das, diesen Sound nicht aus. Hier Windows XP. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Und es war nicht gestern, es war halt hier vorgestern, also Freitag. Da am Abend kam ein Typ kurz zurück, geht zu meiner Arbeitskollegin so, fragt, darf ich dein Instagram haben? Und sie hat sich dann irgendwie schlecht gefühlt, aber musste halt auch halt Nein sagen. Ne? Sie hat einen Freund, sie ist. Ne? Und ich so, was wollte er fragen? Oder was hat er gefragt? Weil ich das halt nicht so gleich mitbekommen habe. Mhm. Er wollte unbedingt mein Instagram haben, sagt sie so zu mir und ich so, ja, okay. Also zusammenschlagen.
Und hol die Schrotflinte unter dem Tresen raus. Jetzt werden andere Geschütze aufgefahren. Rufst du rennst du in der Hand. Was wolltest du von meiner Kollegin? Chan Chan, was wolltest du? Und drehst die Tür zu von seinem Auto. Und das war noch vor 2 Monaten oder so. Da wollte auch ein Typ gefühlt, also die von vorgestern, die Arbeitskollegin ist 30, sie sieht aus wie, also sie ist 27, sieht aber aus wie 20, also so. Ach so, ist so ein junges Ding. Ja, und eine andere, die ist halt, meine ich, 20 und vor ein paar Monaten so, 2-3 Monaten jetzt, beziehungsweise wir hatten halt einen Umbau und davor irgendwann kam halt so ein Typ zu ihr, der gefühlt 30 war oder mehr, also schon an die 40 angelehnt, fragt auch nach Instagram. Ich stehe daneben, sie schaut mich an, ich schaue sie an, und halt immer so weiter. Und sie hatte so einen Blick drauf. Was zum, warum fragt er mich? Hallo? Also, das ist. Also, man kann ja fragen, so, aber wenn die fast im selben Alter sind, halt. Also, so, wenn die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 19 und 40 ist ein bisschen, weiß ich nicht. Komisch, ja. Manche sagen, Alter ist nur eine Zahl, aber ich finde, bis 4 Jahre geht es, mehr nicht. Achso, ab 4 ist es okay. Bis 4 Jahre. eine Frage. Wer nimmt überhaupt eigentlich auf, Luke, du, oder? Ich hoffe es. Nicht, dass einer hier irgendwie sagt, ja, ich habe nicht aufgenommen, ne? Oder Spacer sagt, ich nehme nicht auf gerade, ne? Also, ja, ich nehme auch nicht auf. Ich habe verstanden, Luke, nimm auf. Ich auch. Ich nehme ja auch die ganze Zeit auf. gut. Ich wollte nur mal sicherstellen. Nicht, dass wir hier plappern und nichts ist aufgenommen, ne? Ist auch wieder scheiße. Ja, sag Bescheid, wenn wir bei einer Stunde sind. Sind 51 Minuten. Ja, was? Okay. Fast 52. Ja, dann red weiter hier. Weil ja, wir schnacken noch. Ja, okay, das war's eigentlich mit dieser kurzen Storytime wegen Insta und Frauen und. Habt ihr noch dann irgendwas? Ja, dann ein Thema. Ja, was ist besser? Ich wollte was erzählen. Okay. Ja, dann. Auch aus meinem alten, weißen Leben erzählen. Ihr kennt doch Ben. Er ist übrigens jünger als ich. Ja, aber ich bin alt. Ja, das stimmt. So, ihr kennt das doch, dass man mit einer 9. Klasse irgendwo hinreist, ne? Abschlussfahrt. So, ja. Wir waren in Berlin. So. Wir fahren nach Berlin! Nee, so, und das Tolle war, wie Alex gerade vorhin gesagt hat, ich kann kein Englisch. Und da sind wir so ein bisschen rumgelaufen. Und dann spricht mich so eine Inderin an und fragt mich, irgendwas, keine Ahnung. So, selbst das habe ich nicht verstanden. Und dann ist so, no sorry, I speak not English, und bin weitergelaufen. Ich habe mich so scheiße gefühlt. So, ja, cool, ich kann diesen einen Satz und bin weggelaufen. Und ich wusste selber nicht, was ich gesagt habe. Und ich habe mich so umgedreht und guck nur hin und sie so, guckt mich so mit großen Dackelaugen an. Ich so, sorry, und bin weg, um die Ecke. Irgendwo, ich glaube, ich bin in einen Sex-Shop gelandet. Keine Ahnung, ich habe mich nur versteckt. Warte, was? Du bist in den Six. Er ist einfach Orion gelandet. Kennt ihr den Orion-Shop? Also kennt ihr Orion oder war ich da nie drin? Ich war auch, natürlich war ich da nie drin, aber ich weiß, dass es ein Erwachsenen-Shop ist, auf jeden Fall. Ja, zum Glück war ich da schon erwachsen. Okay, verstehe schon. Okay, ja. Ich war da 18 und wo das war. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und gefühlt hat, ich hatte das Gefühl, die lauft mir hinterher. So.
Komm her! Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Lass mich in Ruhe. Und da habe ich gedacht, das ist der einzige Ort, wo ich mich verstecken kann, wo keine Sau freiwillig hinterhergeht. Oder die andere Möglichkeit wäre, ich kletter in den Garten rein. Aber ich war mitten auf dem Hauptplatz. Ja. Und ich habe, das muss ich auch noch erzählen, ich war ein richtiger Sparfuchs. Du musst sagen. Ja. Ich habe eine Woche lang nur 50 Euro ausgegeben. Hm. Die ganze Woche lang. Insgesamt meine ich. Ja, aber da war noch die Zeit, wo noch die Zeit war, wo es keine Inflation gab, ne? Du musst auch wieder berechnen. Ja, da war alles so günstiger. Ich habe Fastfood und sowas gefuttert, ne? Also war schon. Das war ja auch günstiger. Naja, wie viel kostet jetzt ein Döner und eine Pizza? Muss man überlegen, fast 10 Euro. Für eine Pizza. Ja, okay. Eine kleine Pizza manchmal sogar. Oh ja, apropos Döner, ne? Das muss ich jetzt loswerden. So, es gibt bei mir in der Nähe, wo ich arbeite, einen Dönerladen. Da kriegst du einen Döner in Jufka, der so ganz, ganz, das ist so groß ungefähr wie meine Hand. Ja. Und das verkaufen sie als normale Größe. 5 Meter weiter muss ich laufen zum nächsten und dann kriege ich einen Schlagstock in die Hand. Als Jufka. Was Döner angeht, ne, muss ich auch nochmal was sagen. Ja. Ey, ohne Witz, während dem Umbau vom Bowling Center, ne, habe ich im Fressnapf gearbeitet, weil ich die 2 Monate nicht nacharbeiten wollte. Weil ich wäre bekloppt, wenn ich das machen würde, dann wäre es halt minus 200 Stunden oder so, keine Ahnung. Ja, dann habe ich gesagt, ja komm, Fressnapf einfach. Und es war dann im selben Unternehmen, ne? Und das ist so ein riesengroßer Platz mit Netto, Lidl, Hol ab und so weiter. Und dann noch ein Dönerladen, sogar 2 Dönerläden. Und dienstags und freitags war da halt so ein Hähnchenwagen. Yeah. Ich Hunger. Noch so, ne? Geld. Rieche, wie diese Dienstags und Freitags rieche ich, wie halt dieser Duft vom Hähnchenwagen zu uns in den Laden kommt. Und wenn der Wagen nicht da ist, riecht man schön den Döner. Oh. Und ich kriege jetzt schon Hunger. Jedes Mal rieche ich das und ich denke mir so, oh fuck, ich habe jetzt Hunger, ich will Döner, ich will jetzt Hähnchen, was auch immer. Weil dieser Wind, der war so gut platziert, dass einfach dieser Duft einfach perfekt zu uns gekommen ist. Das kenne ich. Dann kommt mir immer das aus wenn Elfen helfen raus, ne? Immer das, was Timmy Stead gesagt hat, wenn das so ist, so Dinkelberg. Ich schieb das immer auf Dinkelberg. so, Dinkelberg. Das ist so richtig mies. So, weißt du, so, das verstehe ich voll. Ich krieg jetzt schon Hunger, du Arsch. Ich habe noch eine Lasagne unten. Oh. Okay, teilen wir sie uns. Ja, okay. Nee. Dein Vision. Ja, also. Boah, ich wollte nochmal. Ich hab's vergessen. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt mit dem neuen. Also, ihr habt halt irgendwie angesprochen wegen. Was war das? Ja, weil Spacer wollte was erzählen von seiner Klassenfahrt. Und ich wollte auch mit einem neuen Thema wieder anfangen. Ich wollte nämlich das Thema, was ich schon vor 30, vielleicht vor 20 Minuten erzählt habe. Mach du, Kleiner. Ey. Alkohol. Ja, richtig. Rauchen und Alkohol. Was sagt ihr denn dazu? Rauchen, Alkohol, allgemein Vape und Shisha und so weiter. Also, Shisha und normale Dampfe, ja, ab und zu, aber so Drogen, also hier Gras rauchen, Zigaretten, Vapes, nein. Ja. Bin ich komplett dagegen, wenn, sag ich jetzt mal, jeder kann ruhig das machen, was er will, aber wenn ich zum Beispiel eine Freundin
habe oder so, keine Ahnung. Oder halt kennenlernen. Ich finde Rauchen so unattraktiv. Genau, ja, das weiß ich genauso. Es ist einfach so, Ahnung. Nasser Rauch ist eklig. Es ist so, ich verstehe es einfach nicht. So, red weiter, sorry. Ich wollte jetzt mal ausreden lassen. Sorry. Red weiter. Wer jetzt? Ach, warst du jetzt fertig, oder was? Also, was das angeht, also so Alkohol trinken geht mit... Da bin ich mit dabei. Mit Maßen, also jetzt nicht jedes Wochenende sich abschießen, sondern keine Ahnung, ein paar trinken gerne Aperol oder sowas. Oder halt die jüngere Leuten halt hier Lillet halt zum Beispiel. Ja. Ein Rosé. Mhm. Wenn die irgendwie abends mit zusammensitzen oder irgendwie sowas quatschen und dabei irgendwie was trinken von mir aus, aber oder halt auch mal irgendwie ausgehen oder sowas, aber nicht jedes Wochenende sich ein reinorgeln und Filmriss sein Urgroßvater haben, Alter. Das weiß ich nicht. Da kenne ich auch welche, wie ich dachte, Freund von mir, wo ich auch nach der Schule auch öfters noch getroffen habe, der war auch so einer, der hätte auch immer Party gemacht, immer wieder jedes Wochenende und ein paar Kollegen, wo ich auch noch kannte von ihm, auch, die sind auch relativ viel saufen gegangen, die haben sich auch gut verstanden, also da habe ich eine Geschichte, da waren wir auf einer Party, also er war bei mir, er hat mich nach dem Schaffe abholen müssen, weil sonst wäre es nicht gegangen. So, und dann sind wir halt, waren wir bei mir, ich habe noch was gegessen, weil ich Arschhunger hatte. Und ich dachte, du hast keinen Hunger, aber ist trotzdem. Nein, ich hatte in der Geschichte da hatte ich Hunger, weil ich nach der Arbeit Hunger hatte. Es war so, ich dachte, du isst auch trotzdem, wenn du Hunger hast und nicht, wenn du keinen Hunger hast. Ich isst, wenn ich Hunger habe. Och, mein Alter. Hä? Verstehst du? Egal. Es war so gemeint, jeder isst, wenn er Hunger hat, wenn er nicht Hunger hat, ist er nicht. Und ich dachte, du isst nicht, wenn du Hunger hast. Ja. Es war ein... Also er meint damit, du isst trotzdem, auch wenn du keinen Hunger hast. So meint er das, glaube ich, oder? Egal. Hä? Egal, vergiss dir die Sache. Ey, das ist ein kompliziertes Thema. Also ich sehe das halt wirklich so, ich finde das genauso unattraktiv. Ich sag auch, jeder das seine. Ey, ich bin so ein Mensch, ich habe das sogar in den letzten Podcast gesagt, ich bin ein Typ, der gerne hilft. Ich kann nicht anders. Komm, ich sag dir jetzt ganz offen nicht meine Meinung. Ich sag dir es und wenn du es halt nicht tust oder wenn du es halt nicht machen möchtest, ist das komplett okay. Kann ich komplett nachvollziehen. Mhm. Aber wenigstens versuchen halt aufzuhören. Ich hab halt immer gesagt so, ey, ich sag dir ganz offen und ehrlich, rauchen. Ich verstehe nicht, warum man raucht. Also wirklich nicht. Auch die, manche sagen ja, dieses Gefühl, dieses. Manche Grau, sagen dieses auch Haffen. Immer, das entspannt einen. Ich denke mir, ja, okay. Bruder, du kannst dich auch so entspannen. Du kannst dich in den Bett legen und schlafen gehen, Bro. Das ist viel gesünder. Das ist noch gesünder, dich als weiß ich nicht. Mit Musik pennst oder chillst einfach mit Leuten, mit Kumpels oder so auf Discord und das ist halt auch. Okay, außer wenn es halt Stress gibt. Aber grundsätzlich entspannt es ja auch ein, weil du bist zu Hause, du redest mit ein paar Freunden und musst nicht, sag ich jetzt mal, zur Arbeit oder irgendwie sowas. Also, oder du gehst in ein Baller-Game rein und dann ballerst du da einfach, weil du irgendwie wegen einer Schule irgendwie Frust hast, ballerst du da welche nieder oder so, keine Ahnung, aber... Ja, oder du guckst einen Film oder Netflix. Oder
Aber rauchst doch nicht, also. Also ich hab mal, also ich hab schon öfters mal, ja, ich hab schon oft mal eine geraucht. Ja. Auch und wo ich wütend war. Und das ist, hat wirklich runtergebracht, aber es war dann so, nie wieder. Nie wieder. Und seitdem ja, rauche ich also, auch nicht, weil ich auch dort von Durchfall kriege. Ist auch besser so. Und ganz ehrlich zu sein. Und dieser Gestank ist halt auch. Ja, aber es ist auch so unattraktiv, weil, warum, ey, jetzt ganz mal ehrlich, warum muss man denn rauchen, wenn man sich dann, also manche rauchen wegen Freunden und weil man sich cool fühlen möchte. Da verstehe ich es überhaupt nicht, also es gibt Menschen, die lassen sich leicht leiten. Und das ist ja okay. Ey, aber dann versuch doch, dich nicht leicht zu leiten, sondern denk doch einfach mal nach. Also, dann denk, du hast ein Gehirn, du kannst nachdenken, Bro. Also es macht dich so sauer, wie dumm, sorry, dass ich das sage, es gibt dumme Menschen und es gibt wirklich nette und intelligente Menschen. Und dann gibt es so Menschen, die sind so, sorry, dass ich das sage, ich werde da aggressiv, bei solchen Themen werde ich richtig merkt. Aggressiv, ne? Ja, man merkt. Man merkt es richtig, ne? Aber wie kann man so dumm sein, und sich zu konsumieren lassen und sich leiten zu lassen, rauchen und dann noch Alkohol dazu, ey, ich kann das alles nicht mehr. Und die Schlimmsten sind davon, die neue Drogen nehmen dazu, die dann Gras rauchen, die dann das rauchen, die dann das rauchen, die dann sich durch die Nase ziehen, durch das, dann nehmen sie noch Snooze. Die ich nehme, ist zocken, fertig. Dann noch Snooze. Okay, ich gebe zu, die einzige Droge, die ich, das ist auch eine legale Droge, Die nimmt jeder von uns vielleicht mal, nämlich Kaffee, Koffein, ist auch eine Droge. Ja, aber, alles, was süchtig macht, aber, ist eigentlich eine Droge. Richtig, alles, was süchtig macht, ist eine Droge. Es gibt auch Koffein, ich weiß gar nicht, ob es Koffeinsucht gibt. Ich habe letztens ein Simplicissimus-Video gesehen und da war es ein bisschen dann so anders, ne, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe diese Leute nicht, die dann auch das doch schön reden. Also wirklich, Ich verstehe es nicht. Also ehrlich, das macht mich so richtig aggressiv. Ich verstehe das nicht. Also wirklich nicht. Da gibt es dann Leute so, die das wirklich schön reden. Ja, es zieht so einen runter. Es ist voll entspannt. Und es ist dann, und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, das Nikotin macht mich nicht süchtig. Es ist einfach dieses Gefühl, einfach zu ziehen. Ich denke mir so, Bruder, weißt du, an was du noch ziehen kannst? Du kannst an der Salzstange ziehen! Oder Kaugummi-Zigarette. Du kannst an einen Lutscher ziehen, du kannst an einen Seitschange ziehen, von mir aus kannst du auch an einen Schwanz ziehen, ob das dir gefällt oder ob das dir gefällt oder nee, sorry, ob das dir gefällt oder nicht, ist mir dann auch relativ egal. Aber trotzdem. Also, jetzt bringst du unsere jungen Zuschauer dazu, sich selber einen zu blasen. Dankeschön. Stark, Alex. Danke. Danke. Komm. Jetzt haben wir lauter Schwanzlutscher hier. Ey, aber ganz ehrlich, ich verstehe, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich an euch alle, wirklich. Geht doch einfach an die frische Luft. Geht in den Wald. Geht ans Wasser von mir aus, wenn ihr Blutige habt. Ey, komm, dann macht sie euch ab. Weiß ich, Digga. Fast ins Wasser. Touched grass und weiß ich. Geht nicht so viel feiern. Ihr könnt auf Feiern gehen und Spaß haben, ohne euch zu konsumieren. Ihr könnt von mir aus auch Hustensaft trinken. Okay, Hustensaft ist, glaube ich, eine gute Idee. Keine gute Idee. Aber erstmal Hustensaft konsumieren. Orange. Let's go. Orange. Ey, komm. Ihr könnt von mir aus auch Orangensaft. Ey, ihr könnt schon trinken. Es ist okay. Ich trinke auch einmal zwei Bier. Es ist gar kein Problem. Aber übertreibt es doch nicht. Ihr macht euch damit das Leben schwer. Ey, ganz ehrlich, ihr macht euch alle doch später die Leber kaputt und ihr macht euch, ich sag euch jetzt ganz offen und ehrlich, manche von euch werden später Probleme haben, sag ich ganz offen. Manche von euch werden mit einem Auge zu davon kommen. Alex, ja, ey, sorry, ich werde runter. Nein, sorry, Sascha, es macht dich aggressiv. Es gibt wirklich dumme Menschen auf der Welt. Sorry, es gibt wirklich dumme Menschen auf der Welt. Also kurz mal, ich weiß, was du meinst. Wir können das Thema gleich mal sein lassen.
Ich ja. mag das Thema einfach gar nicht, weil ich ja, werde, ist ehrlich, also es wird halt jedes jeden Tag siehst du Leuten dabei zu, wie die rauchen oder sowas. Aber was du kannst halt zum Beispiel, aber er hat halt schon recht, hört einfach. Jetzt habe ich jetzt nicht gesagt. Hört einfach bitte auf, hier irgendwie zu rauchen oder irgendwie sowas zu nehmen. Es ist halt gesundheitlich schädlich, keine Ahnung, geht zum Sport, geht raus, spazieren oder sowas einfach. Ja. Oder wenn ihr sowas nicht machen wollt, dann zockt einfach oder schaut Fernsehen oder was auch immer. Klar, man kann jetzt halt ältere Leute jetzt nicht davon abbringen, die jetzt zum Beispiel 40 plus sind, aber für die jungen Leute hört einfach auf, weil das. Und jetzt nochmal an die jungen Leute. Und hört auf zu sagen, ihr seid noch jung, ihr habt ein Leben. Ihr könnt euer Leben anders Spaß haben. Ihr müsst euch nicht konsumieren. Danke. Es ist zwar ein bisschen übertrieben gesagt, aber wenn ihr jetzt schon mit 13 oder so anfangen zu rauchen, könnt ihr, keine Ahnung, versagt eure Leber, beziehungsweise eure Lunge. Leber, Alter, wie komme ich jetzt auf Leber? Versagt hast du eure auf Leber, oder wie? Lunge und, keine Ahnung, ihr könnt dann irgendwie mit 20 richtige Probleme bekommen. Vielleicht also, sogar schon mit 30. Kommt darauf an. Ich weiß es nicht. Wirkt halt auf jeden Mensch halt anders aus. Es wird ja auch fett auf dieser Verpackung von den Zigaretten geschrieben. Ja, Rauchen ist tödlich. Und guter Punkt ist, ihr spart dein Geld. Ja, das auf jeden Fall. Ihr müsst euch überlegen, so eine Schachtel kostet mindestens 30 bis 50 Euro. Ey, davon könnt ihr 5 Döner kaufen oder so. Ey! Boah. Also wirklich. Kurz mal Thema wechseln, nochmal zurück zum Döner-Thema. Bowling-Center-Thema, ne? Ja. Yeah. Also zum Geld sage ich jetzt mal, manche bekommen halt Trinkgeld. Also es wird von den Service-Leuten, also die halt abkassieren und so weiter, können entscheiden, wem sie Trinkgeld geben, ob sie es halt behalten oder jemand was geben, so, ne? Ich bekomme halt immer meist was, weil ich halt sehr gut mitarbeite. Laut denen. Und das sind halt meist irgendwie 15 Euro oder so. Und halt 5 bis 15 Euro halt irgendwie so in Dreh, je nachdem wie viel die bekommen hat, ne? Und dann ohne Witz, eine Arbeitskollegin hatte die hatten irgendwie so, keine Ahnung, 19 Euro oder so. Also die Bahn, die halt bezahlen musste, irgendwie 19 Euro. Und dann so, macht 30 draus. Hier 20 meine ich. Und 1 Euro Trinkgeld. Und dann würde ich einfach so, ja, toll, danke dir. Diese 1 Euro. Stark. 1 Euro ist 1 Euro. Davon kannst du dir eine Tüte Deutsch kaufen. Schatz. Aber stell dir mal vor, wie. Oder manche sagen, keine Ahnung, es kostet 19,90 Euro, mach auf 20, bekommst 10 Cent Trinkgeld. Also, klar, also, ich bekomme halt das Trinkgeld nicht, aber so, ich bekomme es halt von meinen Kollegen dann. Aber wie. Da würdest du dich schon ein bisschen verarscht fühlen, wenn du 10 Cent Trinkgeld bekommst.
Einfach so eine Sparbox machen. Irgendwann hast du so die 15 Euro zusammen voller 10 Cent Stücke. So. Immer wenn du was abholst oder die sagen, die will bezahlen, kommst du einfach mit so einem kleinen Becher und machst kring, kring. Ring, ring. Ja. 1 Stunde 14 haben wir jetzt. Ui. Ja, wir würden jetzt auch mit, ich glaube, das war es ja auch mit den Themen. Wir machen halt gerne, ich würde sagen, wir machen halt immer wieder so Podcast-Folgen, wenn einer nicht kann, dann wird trotzdem aufgenommen oder müssen wir gucken. Müssen wir schauen. Das ist ja nicht... Oh, redet man noch. Aber die Chaoten-Piloten werden weiter, ist jetzt eine Gruppe, oder wie, ja. Sagt man das? Also auf jeden Fall die Gang. Die Crips. Die Gang, yo. Ja. Also zusammenfassend, wir haben heute über Alkohol und Konsumiersachen geredet. Arbeit, wir haben Gaming. Arbeit, Gaming, alles war was ein bisschen dabei. Und es würde mich freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut, wenn ihr bei überall vorbeischaut, wäre echt cool. Ende vom Lied, schaut auch gerne bei den beiden vorbei. Link in der Beschreibung oder halt in den Kommentaren. Lass Liebe da, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Was für ein Hashtag nehmen wir? Hashtag Bananenbrot. Duck im Puff, Duck im Puss, Puff. So, Duck im Puff. Duck im Puff. Okay, Duck im Puff. Wenn ihr bisher hierher geschaut habt oder gehört habt, kommentiert mit Hashtag Duck im Puff. Und ja, kurze Werbung für mich, ne? am 21. Oktober, 14 Uhr, startet mein neues Let's Play, Spider-Man 2, auf meinem Let's Play-Kanal. Wie es bei den anderen beiden aussieht, weiß ich jetzt nicht, was sie jetzt geplant haben. Aber, ja, da kommen schon bei mir, kommen jetzt auch zwei Projekte. Zwei kleine, eigentlich kein Projekt, es kommen zwei Banger-Videos. Bang, yo! ja, ich werde dazu noch nichts sagen. Also, ich sag vielleicht, wenn es ein paar Banger-Videos, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es euch gefallen, vielleicht auch nicht. Aber ja, trotzdem bei mir. Also, bei mir ist es nur, ich will auch irgendwann mal mit einer Serie, also Minecraft-Let's Plays anfangen und auf meinem Kanal mal anfangen irgendwann. Und da bin ich noch am Überlegen, was ich dann mache. Wir können auch mal gucken, ob wir zusammen mal einen Let's Play machen können. Wir haben immer noch einen Server, den wir nutzen. Ja, wollte ich gerade sagen, irgendwie können wir damit Varo mal machen. Also da müssen wir mal gucken, was ich wir dann... Ich habe keinen Bock auf solche Varo. Ich verbinde Minecraft halt immer mit gechillt bauen, ja, wir müssen uns ja nicht unbedingt angreifen. Wir können uns ja... sowas wie Roleplay, ähnlich wie Roleplay. Das Ding ist, bei Roleplay ist es ja so, dass du halt tust, aber ich meine sowas wie, du tust entweder, du willst böse sein und du willst sie umbringen, oder du willst so, nein, hör zu, oder du willst so sein, dass du zusammen mit denen ein Haus baust und ja, also so Privatangelegenheiten in dem Sinne. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt mit dir jetzt Stress anfangen würde. Einfach TNT, alles hochjagen, let's go. Spaß. Ja, sowas halt, sowas träummäßig. Oh, einfach ein Panzer. Also, ja. Nee, was ich halt meine ist, wir können ja sowas machen wie, wir bauen nicht einfach alle auf dem Fleck, sondern ein bisschen verstreut halt, ne? Also, ja, aber trotzdem auch in der Nähe, finde ich. Das, das aber das Ganze, wenn Space Factor so ein Let's Play machen will, dann können wir ja auch halt gemeinsam starten, aber egal, muss er wissen. Oder mehr. Ja, mir redet darüber nochmal. Er entscheiden. Ja. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr halt für Themen besprochen habt, also worüber wir hauptsächlich reden sollen. Ja, so. Und was ist eure Meinung dazu? Eure welche Meinung interessiert uns aus. Blendend, also sehr doll. Okay, das klingt so richtig arschig. Wie? Komm, die 2 Minuten machen wir doch voll, Alter. Ja, scheiß drauf. Und diese Podcast-Folgen sind halt eigentlich relativ
lange, also manche gehen ja irgendwie 2 Stunden oder so, keine Ahnung. Ja, das ist normal, wenn du einmal im Schwätze bist, dann bist du halt im Schwätze, mein Gott. Ja. Und wenn euch das Format halt gefällt, abonnieren, liken, nicht vergessen. Und die nächste Folge ist dann bei wem? Das muss gleich schon mal spoilern. Bei dir sogar. Wir machen das jetzt so, also die beiden haben jetzt den ersten Part bei sich auf den beiden jeweiligen Kanal hochgeladen. Wir machen das jetzt so, der erste Part ist jetzt, ich würde sagen, ist besser gelöscht den. Jo, kann ich machen. Dann, erster Part ist bei Alex, zweiter Part bei mir, dritter bei SpaceX, dann wieder bei Alex, bei mir halt immer so weiter. Also, ja. Im Grunde einfach alles zusammenhängen. Lasst es euch gut gehen, schaut auch bei den Kanälen vorbei und auf Discord und so weiter und so fort. Kuss an Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal bei den Chaoten-Piloten. Ach, bis dann.